Oh, Laguna Seca. Das ist meine Lieblingsstrecke. Dann fahren wir mal die. Dann mache ich mal. 1,31 bist du da gefahren, ne? Ich glaube ja. Mit 115% Bots. Oh, wie gut, dass du es nochmal sagst. Danke. Herr Lüblich. Liquimoli, wir fahren natürlich Franz Engstler und ich sage Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Runde Herr Lüblich am Steuer. Heute mal mit Michael Weber Servus. und Paul, keine Ahnung, Spannemann, glaube ich, ne? Mante. Mante, was heißt denn dieses Spannemann? Mein Nickname. Oh, dann mit Paul Mante, Spannemann. Moin. Und ja, wir nehmen Livestream auf von Twitch und ich habe mir gedacht, wenn wir hier Livestream twitchen, dann kann ich ja den einfach aufnehmen und bei YouTube hochladen, denn wenn ihr ihn verpasst habt, könnt ihr ihn dann einfach noch gucken. Von daher viel Spaß beim Livestream. Wir fahren WTCC auf Laguna Seca. Los geht's. Ich habe ein Video von dir mal geteilt bei uns im Forum. Ja. GT2, was war denn das hier? 10 Minuten Last Race nach 100 Sekunden. Ja. Alter, das war ein Fight. Mit dem Porsche und der Corvette, ne? Ja, genau. Ja. Oh, da hab ich gesagt, jetzt musst du Lenkrad anbauen. Ja. Jetzt musst du das Lenkrad anbauen. Wir sind am selben Abend, sind wir auch Laguna Seca gefahren. Ich habe mir am selben Abend noch die Corvette gekauft und bin dann sofort Corvette gefahren. Ja, es gibt, also in meinen Augen, also seit ich Sim-Racing betreibe, habe ich mich absolut in die Corvette verliebt. Ja, nicht so. Tim sagt, Danny, check mal Facebook. Ich kann gerade nicht Facebook checken, Tim. Ach, will er vielleicht die Teamspeak-IP haben, ne? Das kann durchaus sein. Wir prüfen das. Ja, übrigens fährt auch der Tim Heinemann mit. Das ist der in der Roller Racing Nachwuchs-Challenge eine 1,35 und so weiter Ach. 891 gefahren hat auf dem Hockenheimring. Klasse Bursche. Das andere darf ich nicht sagen. Ja, darfst du schon. Du wirst nur den. Na toll. Du wirst nur seinen Unmut auf dich ziehen und ich fände es ehrlich gesagt auch gemein. Einfach. Nein, ich mache doch nur Spaß. Er hat es zugegeben, ne, oder? Nee, nee, nee. Also ich habe mich letztens, ich kann es ja jetzt mal sagen, ist ja, also er hat gesagt, er ist da relativ offen. Ich habe ihn letztens nämlich auch mal gefragt, was er da überhaupt so zu sagen hat. Und er, und das muss man tatsächlich einfach hinnehmen, er sagt, es stimmt nicht, die Loks stimmen nicht. Da wollte ihm jemand einen reinwürgen, weil er sagt, also erstmal macht es überhaupt, es wurde ihm ja vorgeworfen, er hätte wohl, es wird ihm ja vorgeworfen, er hätte unendlich Sprit angehabt. Und er sagt, also erstmal macht das gar keinen Unterschied bei dem Auto, was sie da wohl gefahren sind, ob da nur unendlich Sprit drin ist oder nicht, oder wie viel Sprit da drin ist, der fährt sich halt wohl immer gleich. Aber er sagt, er kann sich's halt nicht erklären, weil er hat das gar nicht nötig. Er ist so schnell, er muss das gar nicht machen. Das ist richtig. Und von daher. Ist wie bei der Formel 1, ja, die Medien pushen sowas Das, halt. genau, das ist nämlich das, da wird irgendeiner, hat mal irgendwas, ich meine, die Loks wird es ja geben, die wird man ja einsehen können. Und da muss man ja nachvollziehen können, ob das stimmt oder nicht. Und wenn das in so einem Log drinne steht, dann ist es natürlich schwer, das Gegenteil zu beweisen. Aber auf der anderen Seite kann natürlich auch einer einfach so einen Log nehmen und manipulieren und sagen, hier, das ist so. Ach, Dreckscheiß, Assi, Mist, Pisse hier. Kann natürlich auch einer einfach so einen Log ändern. Wie gesagt, gerade hier in so einer, wie soll ich denn sagen, in Anführungsstrichen Computerszene, wo jetzt auch nicht gerade Millionen fließen, kann ich mir schon vorstellen, dass man da einfach mal jemanden rausekelt, auf den man keinen Bock mehr hat, weißt du, wenn der zu gut ist. Ja, ich dafür, dass wir den manchen Teams Das, ja. Weil dann kann man das nämlich auch gleich, ne? Hat man das auch mal schwarz auf weiß. Das könnte man tun, ja. Da müsste dem mal jemand schreiben, wo er hin muss. Kannst du doch machen, Facebook. Ach, da müsste ich ja jetzt hier wieder rumswitchen, ne? Ich hab den nicht in Facebook. Weil ich suche mir meine Freunde selber aus. Was, du hast Freunde? Ja. Er sucht sich seine Freunde selber, aber er kauft sich seine Freunde, weißt du? Ja. Ja, er hat Bock auf TS.
Willst du schicken? Auf Truppensex. Benni? Wie bitte? Kriegst du in die TS-Daten? Ich fahr grad so schön meine Qualifikation. Ja, was? Och, ich hab mit dir noch auf Facebook was. Ich bin mit ihm auch nicht bei Facebook befreundet. Ich habe bloß eine Nachricht bei ihm, von ihm als Herr Löblich. Müsste ich mal, ich fahre erstmal hier meine Runde. Dann kann man das ja immer noch schicken. Kümmere mich da schon drum. Deine Schaltwippen, die sind der Hammer. Die sind so laut, ne? Nein, ohne Scheiß. Weil wenn ich meine höre ich gar nicht. Ich benutze jetzt mal gerade die anderen, die hört man genauso, oder? Wenn ich jetzt die hier nehme? Jetzt gerade höre ich gar nichts. Doch, jetzt höre ich sie. Warte, nee, das sind wieder die anderen. Das ist ja lustig. Warte, ich nehme mal die. Die hörst du nicht hier? Ne, die sind leiser. Ach so. Beste Strecke der Welt, Alter. Da war's auch schon. User was moved to your channel. Moin. Servus. Das ist ja die Elite der Elite. Wollte ich gerade sagen, hoher Besuch. Wir sind übrigens gerade live auf Twitch und ich nehme auf und lade das dann später bei YouTube hoch, ja, nur damit du Bescheid weißt. Wir haben uns gerade gedacht, wir laden dich mal ins Teamspeak ein, da sich hier alles schon wieder in wilden Verschwörungstheorien verstrickt hat. Und da dachten wir, laden wir dich mal ein und fragen dich mal selber, wenn du Bock hast. Weil du hattest mir ja letztens schon geschrieben bei Facebook, dass du da gar nicht so ein großes Problem mit hast, darüber zu sprechen, über diese ganzen Vorwürfe. Und ich bin gerade ein wenig für dich in die Bresche gesprungen und habe mal gesagt, dass man durchaus in manchen Szenen gerne Leute rausekelt, wenn die einem zu gut werden. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, ja, ich kann eigentlich für mich nur sagen, dass halt nichts dran ist. Ja, das habe ich auch gerade gesagt. Du hast halt das Problem, dass du es nicht nachweisen kannst, ne? Ja, es gibt halt von mir aus lokal keine Daten oder sonst irgendwas, womit ich irgendwas beweisen könnte. Ja. Ja, so ist das. Schade, kann man nichts machen. Aber wie ist das andersrum? Die müssen doch da auch irgendwie, was nicht, dann ging es, dass die auch Beweise liefern. Und ich denke mal, so Logdateien, das ist ja nicht wirklich ausschlaggebend, oder? Ja, es gibt vom Server, R-Faktor speichert ja, da speichert der Server immer Logs. Ja. Und da steht wohl was in den Daten, aber das kommt halt vorne und hinten nicht hin. Also ich weiß, dass es bei Need for Speed Shift und so damals ging, ja. Da konntest du halt damals was allerdings umstellen, wie heißt es? Ja, du konntest per Hexadezimalcode konntest du die Buden. Nein, aber ja. Das ist, dass du einfach in dem Sinne hin, das hat keiner mitgekriegt. Du hast einfach Grip gehabt ohne Ende, ne? Du musst einfach nur so Zahlen umstellen. Das war damals auch nur ein Skandal gewesen. War jetzt irgendwelchen anderen Leuten.
Das gab es bei Assetto Corsa am Anfang auch, bei der Testversion. Ehrlich, ja? Ja, aber nur bei der Testversion. Ich glaube, jetzt haben die es umgestellt, aber da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das würde jetzt auch nicht gut kommen, wenn... wenn du das jetzt wüsstest, wie es geht, ja. Geil. Also ich meine mal, nicht, dass ich dir das unterstellen würde oder so, aber das würde dann gleich natürlich nicht gut auf dich zu besprechen kommen. Nee, also wenn wir ganz ehrlich sind, hast du es überhaupt nicht nötig, oder? Ja, also ich habe dir ja geschrieben, für mich, also ich bin jetzt nicht langsam, sozusagen. Ja, deswegen. Also es ist die Frage, die man sich doch als allererstes mal stellen müsste, ist, welche Motivation ist denn überhaupt da, sowas zu machen? Ja, vor allem, weil ich die Saison vorher ziemlich souverän gewonnen habe. Ja. Und sozusagen, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Siege in Serie, ich glaube 9. Ja. Und ja, das war auch Rekord in der Liga, also von daher... Naja, vielleicht haben sie es einfach nicht wahrhaben wollen, dass es einen Alien gibt in der Liga. Aber wie war das? Du hast ja auch Sponsoren, denke ich mal, gehabt oder so, oder? Nee, Sponsoren habe ich und hatte auch noch nie welche. So, na ja, wo du ja irgendwie was gesagt hast, du da was auch unterschrieben hättest. Ja, ich wollte für ein anderes Team mal fahren, aber also da ging es dann auch ein bisschen um Geld, aber da habe ich mich dagegen entschieden, weil für mich war dann wichtig, im Team zu bleiben mit Leuten, die ich kenne, die auch Deutsch sprechen und die halt auch wissen, was ich will und ich auch weiß, was die wollen. Und aus dem Team bist du doch jetzt rausgeflogen, oder? Ja. Das ist ja, deine Aussage gerade zeigt ja schon noch, dass du noch weniger Gründe gehabt hättest, sowas zu machen, weil dann ja klar ist, dass wenn sowas rauskommt, dass du rausfliegst. Also du willst in so einem Team bleiben und das finde ich, finde das alles sehr, sehr merkwürdig. Ja, das Team ist jetzt sowieso auch inaktiv und der Rauswurf ist mehr oder weniger, okay. Um die Sache mehr oder weniger so... fürs Team gerade zu rücken. Ja. Ja, es ist halt scheiße, dass die Reputation im Arsch ist, ne? Wenn du mal irgendwo wieder Fuß fassen willst, die googeln irgendwo und dann lesen sie immer gleich diesen Schnulli. Ja, ich lese ja auch auf Facebook ab und zu da ein paar Kommentare, aber... Ja. Ja, muss man, glaube ich, drüber... musst du drüber stehen, genau, kannst du nichts machen. Also ich habe das auch bei YouTube schon gehabt, ne? Ich habe irgendwie... Ach so, hier, wo ich das Video von deiner Zeit gepostet habe, da musste ja auch unbedingt jemand gleich wieder drunter schreiben. Ah, der Cheater hat wieder zugeschlagen. Wo ich dachte so, ach Leute, haltet doch die Fresse, ehrlich. Wenn man keine Ahnung hat. Ich glaube, bei Raceroom gibt es überhaupt auch gar keine Sheets. Also, Das kommt noch dazu, ja. Ach ja, es gibt halt immer viele Leute, die neidisch sind. Hm? Denken sie groß, ne? Dann wirklich kommt man wieder nicht auf den Arsch hier. Ah, ich fange lieber ein bisschen vorsichtig an. Boah, Alter. Fährt Tim jetzt eigentlich mit gerade? Das wird mal erster. Ja, das sehe ich leider nicht. Da bin ich zu weit weg. Oh, Paul. Ich bin jetzt zweiter. Ich kann nichts machen, bevor mir sich einer weggedreht. Bist du hinter mir? Ich bin hinter dir, ja. Boah, ich muss hier erstmal wieder reinkommen, ey. Der Start, der macht mir immer so nervös. Ja, ich denke mal, es ist schon schwierig für dich, warte, wenn jetzt so Leute auf dich zukommen oder die das so lesen. Wie bitte? Ich sag, das ist schon scheiße, wenn man ein Image in dem Moment bekommt. Ja, ich meine, Leute, die mich kennen, also ja. Es gibt ja jetzt auch ein paar, die mich schon echt getroffen haben, die glaube ich, wissen auch, dass das nicht stimmt, aber. Mhm.
Ja, die meisten Leute, die da irgendwas groß zu geschrieben haben, die haben vorher sowieso immer schon nicht gerade, ich sag jetzt mal positiv, über mich immer geredet. Ja, ja. Weil sie alle neidisch sind. Und nicht verlieren können. Gut, dein Vorteil wäre es ja auch, wenn mal was rauskommen würde, dass es nicht stimmt. Dann könntest du die Leute, die es waren, oder auf Sport anzeigen. Ja. Ja, Anzeigen ist... aber es ist ja kein Schaden entstanden. Das ist immer noch ein Hobby, immer noch Internet und... Ja gut, aber du musst dir mal so vorstellen, stell dir mal vor, dein Arbeitgeber oder so. Ja, ja, aber stell dir mal vor, es war ja nicht so. Er hat ja keine Kohle damit verdient, er hat jetzt keinen wirtschaftlichen Schaden oder irgendwas. Da kannst du jetzt nicht plötzlich anfangen anzuzeigen und zu machen und ja, so tun. Ja, mein Arbeitgeber weiß das. Also krass. Der ist einer meiner besten Kumpel, also das ist kein Ding. Ich weiß, das kann ich aus Eintracht zum Beispiel, ja okay, ne? Da steht halt, wenn der Tim Heinemann ist am Bescheißen zum Beispiel, oder nur ein Beispiel jetzt, und du kriegst dann vielleicht keinen Job oder so, ne? Ach so meinst du das, ja okay, ja, es kann durchaus passieren. Ja, wie gesagt, also da wissen... Also wenn da, wir nehmen jetzt nur mal an, das hat sich tatsächlich irgendjemand ausgedacht. Die Leute denken teilweise gar nicht drüber nach, was sie alles kaputt machen. Ja, darum sagt es ja gerade, das ist ja nicht nur jetzt... Internetnamen, sondern vielleicht auch halt jetzt in dem Sinne hin jetzt, ne, wegen Arbeit müsste ich. Das glaube ich gerade. Das ist nicht da, ob er da wirklich Geld verdient hat oder so. Das ist ja mal nebensächlich, aber ja. Wie gesagt, es gibt ja Arbeitgeber zum Beispiel. Ja, ja, die googeln dich vorher, genau. Ne, die gehen bei Google den Namen ein und gucken erstmal, aha. Mann, bin ich schlecht heute, Alter. Nur heute? Ich habe drauf gewartet. Ich hab immer, glaube ich, die Spruchreihe. Warum bin ich denn heute in der Corkscrew so scheiße? Das gibt's ja gar nicht. Ich bin im Training. Im Training bin ich doch gerade vernünftig gefahren. Ui. Wie gesagt, hast du das Setup mal ausprobiert? Kannst du gerne im Fußball kommen, hier bist du nicht abschaut. Nee, bin ich noch nicht zugekommen zu dem Setup. Ich hatte das vorhin erst gesehen und dann wusste ich gar nicht für welches Auto. Für ein BMW. Ah, okay. Nee, hab ich noch nicht probiert. Aber das kann ich ja gleich mal machen. Bist du jetzt endlich schon 18, Tim? Nee, noch 17. Ah. Doch, bis Oktober. Mann. Habt ihr Wetten abgeschlossen oder was? Nee. Ist halt schade, ne? Weil es ist ja die nächste Roller-Challenge. Ja, das geht, aber ich muss erst im März 18 sein, habe ich schon okay, cool. Bestätigung für bekommen. Also es klingt sicher, ne? Ja, was heißt sicher? Also klar will ich da irgendwie gewinnen, ist ja, ja. Naja, ist also eine einmalige Chance. Die Chance, dass es nicht klappt, ist sehr gering, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich wollte es gerade sagen, das schon, aber wie gesagt, VTL ist anders als VTL, ne? Aber guck mal, Wilhelm an und der Fabio Kruse und Christian Ziege, wie weit die hier jetzt sind. Ja, klar. Ich bin ja am Wochenende gespannt, ne? Oh, Wilhelm sagt ja nicht umsonst, ich bin wieder zu Hause, wenn er auf den Nürburgring ist. Naja. Na gut, wer ist denn auf dem Nürburgring von uns nicht zu Hause? Ich wollte es gerade sagen, also auf einer Art, ne? War das schön, das war so richtig schön. Ich hab ein schön Blümchen da. Sag mal, steht der Livestream oder steht der nur bei mir? Bei mir steht nichts, bei dir. Das war klar, Paul, dass mit dir nichts steht.
würde ich dir das Ding um die Ohren hauen, ne? Ich wollte, brauchst du morgen nicht mehr zum Zahnarzt gehen. Was, in den Gürtel oder was? Mhm. Wisst ihr. Boah, bin ich schlecht. Krass. Jetzt kommt bestimmt gleich der Tim von hinten an die Fahne und macht Lichthupe. Noch nicht. Was hast du für Equipment? Ich habe vor ein paar Jahren mal so einen Racing-Sitz gewonnen und ein stinknormales G27, also nichts Außergewöhnliches. Ja. Ist ja quasi die Standardausrüstung der Raceroom-Sitze. Ja. Also die Simulatoren, die sind ja auch alle mit G27 ausgerüstet, ne? Ja. Ist dann für mich auch immer relativ einfach, wenn da irgendein Live-Wettbewerb ist. Das glaube ich. Ich fahre auch Standardeinstellungen, also. Ja, okay. Na, das könnte ich nicht. Was, Standardeinstellung fahren? Ja. Ich dabei bin, glaube ich, da, dass ich aber schon vorher zu viel LFS gefahren bin, zu viele Jahre. Ja. Oh. Aber nix. Mal Gutscheine rausschmeißen. Der Jochen ist doch gerade gejoint, oder? Hab ich verguckt. Nee, der ist weggegangen. Alter, ich komme an den vor mir einfach nicht mehr ran. Krass. Naja, wenn man sich so bescheuert anstellt, ist doch kein Wunder. Ich weiß schon, warum ich nicht in irgendeiner Liga bin. Ich würde nur durchdrehen und ausrasten. Ich würde wieder anfangen zu saufen wahrscheinlich. Ah, ich bin echt nicht gemacht für den Wettbewerb. Das kommt mit den Jahren, glaubt mir. 24 Stunden dran, das ist was Geiles. Nee, ich kriege immer schlechtere Laune dann so nach und nach. Ne? Wenn ich mitkriege, das klappt nicht so und ich komme nicht hinterher oder es wird nicht so, wie ich mir das vorstelle, dann wird meine Laune so schlecht und ich werde dann so auch hibbelig, dann mache ich Fehler, dann will ich immer unbedingt und ich werde dann immer schlechter. Der ist jetzt tatsächlich auch innerhalb von einer Runde, glaube ich, 5 Sekunden vor mir. Ich habe das Gefühl, der fährt jede Runde 5 Sekunden vor mir. Also noch weiter, also wie sagt man, er fährt jede Runde einen 5 Sekunden Vorsprung raus. Ich fahre hier auch gerade irgendwie Rottes zusammen über mich. Das ist vollkommen egal. Aber ja, in der ersten Runde hier. Ich habe ja auch gar nicht den Anspruch, ein professioneller Rennfahrer zu sein. Ich will ja nur geile Videos machen. Geil, ne? Da musst du dabei aussehen. Das darf ich ja nicht. Also doch auf Pornhub. Ja, aber. Pornhub hat auch ein Team, ein neues Team oder so. Ah, machen wir mal Pornhub-Livestream. Jetzt musste ich lachen, natürlich. Weißt du, wie mir das so irgendwie mich erschrocken habe? Und das in der Linkskurve. Ja, ziehe ich hier halt alleine meine Runden, das ist auch schön. Hat was. Ja. Ach, schön. Macht ja der Tim davon auch, oder? Ja, so kennt es jeder, ne? Jeder zieht alleine seine Runden. Der eine, weil er zu doof ist, der andere, weil er zu gut ist. Der andere, weil er es kann. Hab damals einen Teamkollegen gehabt zum Beispiel, der hat nie im Team trainiert. Der hat immer nur für sich alleine trainiert, weil er das nicht konnte und es irgendwie gestört hat. Ja. Was heißt denn das eigentlich, wenn die Lichthupe machen? Die grüßen dich. Also ist das ein Bug im Spiel oder machen die wirklich Lichthupe? Ja, du kannst selber Lichthupe machen. Okay. Also online ist das kein Bug, würde ich sagen. Offline machen das die KI, glaube ich auch. Also ich habe halt mal überlegt, ob die das machen, um zu signalisieren, dass sie dich überholen wollen. Ob das tatsächlich einprogrammiert ist. Ja, die wollen dich nervös machen. Ach so, okay. Also wenn ich jetzt hinter dir wäre, würde ich manuell Lichthupe machen, damit du okay. Ja, Fehler machst. Aber machen die das bei echten Rennen auch?
Ja. Ja. Okay, dann ist das vielleicht bei Race Room mit Absicht so. Weil dann ist es kein Bug. Weil wie gesagt, also die KI, in dem Moment, wo die KI von hinten angefahren kommt, machen die nämlich Lichthupe. Meinst du jetzt KI oder online? KI. Achso, ja, da ist das, denke ich mal, eingebaut. Krass. Ach, das ist wirklich zu nervös machen. So, vor mir übrigens das Auto, das verschwindet laufend. Ist das normal? Was hat er für einen Ping? Kann ich dir nicht sagen. Ich sehe ihn nicht mehr. Er ist weg. Vielleicht ist er einfach weggefahren. Nee, der war gerade der war gerade hinter mir im Rückspiegel, dann war er kurz weg und dann war er auf einmal neben mir, dann war er wieder kurz weg und dann war er vor mir und jetzt ist er ganz weg. Ich komme auch tatsächlich auf die WTCC noch gar nicht so richtig klar. Ich bremse immer viel zu wenig und viel zu früh. Ich kann mit den Dingern viel später bremsen. Dann probier mal ein anderes Auto. Alter, ist das krass. Wann kannst du denn bei dem Ding auf die Bremse steigen? Ja, die anderen haben ja alle Frontantrieb. Das ist doch gay. Ja, der BMW ist sowieso, um es nett auszudrücken, ein bisschen unterbewertet in dem Spiel, würde ich sagen. Also wenn du mit einem BMW am Limit bist und einer mit einem zum Beispiel Honda am Limit ist, ja, fehlen dir so 1,52 Sekunden. Zum BMW? Ja, vom BMW. Krass. Also, ja. War in Race 07 oder sonst den ganzen Spielen ja immer ein bisschen anders. Ja. Aber die kenne ich halt alle nicht. Kannst du dir für 2,71 € kaufen. Ehrlich? Ja. Kriegst du sogar ab und zu geschenkt. Von Race. Okay. Oh, der hier hat einen Ping von 170, ist ja auch geil. Man merkt einfach nur, wie abnormal krass man die scheiß Frontriebler in welchen Gruppen so schnell sind. Ja. Da empfehlen kann ich euch die GT Masters, sonst, also die sind mein Favorit. Die 214er? Ja, 213 auch. Tun sich eigentlich nicht viel. Das finde ich auch, ja. Wobei ich finde, die Physik hier von dem BMW haben sie schon super geil umgesetzt. Wie der durch die Kurven hüpft bei Unebenheiten, das ist schon echt geil. Ja, aber du brauchst erstmal so 50 Runden, ja, würde ich sagen, bis du wirklich mal drin bist und das, ja, Auto verstanden hast. Ja. Das stimmt wohl. Ich mochte R-Faktor eigentlich damals nie, ja. Oh, ich liebe R-Faktor, ey. Die Fahrphysik und die Reifenphysik, das ist so geil. Es gibt für mich kein realistischeres Rennerlebnis als in R-Faktor. Ja, ist modabhängig, ne? Okay, ja, es stimmt. Dann bist du noch kein LFS gefahren. Doch, na klar. Du mit deinem LFS auch. Paul. Achso. Also ich habe mir LFS sogar jetzt, nachdem das letzte Update rausgekommen ist, nochmal runtergeladen gehabt. Echt? Ein Westkill? Was? Ein Westkill? Na, es kam doch jetzt irgendwie die Version Blasylz 6H raus oder so ähnlich. Ja, ja, von Westkill, ja, ja. Das kann sein, ja. Und das habe ich mir mal runtergeladen, aber ich bin überhaupt nicht drauf klargekommen. Das hat irgendwie mit dem Lenkrad nicht richtig hingehauen. Und ach nee, das ging hat mir auf den Nerven. Hat LFS jetzt endlich mal den Schrottcode, der vor 10 Jahren angekündigt war? Nein, aber der soll jetzt an S3 dran halten. Also die wollen jetzt den Scirocco wohl in S3 packen, oder so, wie ich das rausgelesen habe. Bin ich ja mal gespannt. Ne? Mann, war das schlecht. Mann, war das schlecht. Das war sehr schlecht. Dann würde ich sagen, mache ich hier an der Stelle mal ein Päuschen. Mit der Aufnahme. Aufnahme.
Und würde sagen, meine lieben Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Schaut auf meine sozialen Netzwerke, die sich wie immer in irgendeiner Ecke des Videos befinden. Schaut auf Facebook, schaut auf Twitch, schaut auf Google+, schaut auf Twitter und schaut auf meine Webseite. Und ansonsten hinterlasst Kommentare, liked und teilt das Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt der Herr Löblich.